Wir sollten nie daran zweifeln, dass eine kleine Gruppe umsichtiger, entschlossener Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies das Einzige, was die Welt je verändert hat. Willkommen zu einer Rezension von mir und diesmal soll es um dieses Buch hier gehen, Die Terranauten von T.C. Boyle. Erschienen ist das Ganze im Hansa Verlag, kostet als Hardcover-Ausgabe 26 Euro und hat insgesamt 604 Seiten. Das ganze Buch ist auf einer wahren Begebenheit aufgebaut und zwar gab es in den 1990er Jahren ein Experiment, was eigentlich ein wissenschaftliches Experiment sein sollte, was aber nachher irgendwie in so ein Sozialexperiment ausartete. Dort sollten 8 Menschen oder wurden 8 Menschen 2 Jahre lang unter einer Glaskuppel eingesperrt, beziehungsweise unter so einem Glasgebilde, was verschiedene ja, Biotope enthielt, also Wüste, Regenwald und dann gab es noch ein paar andere. Und sie sollten da völlig autark leben. Ihnen wurde eben verschiedene ja, Nahrungsmittel bzw. Grundsachen an die Hand gegeben. Es wurden bestimmte Tiere mit eingeschlossen und Pflanzen, aber sie sollten eben selber dafür sorgen, dass die Tiere sich reproduzieren und sie dadurch eben Fleisch erhalten und ja, sich auch um die Pflanzenwelt kümmern, sodass sie auch da ihre Nährstoffe herausziehen können. Und das erste Experiment scheiterte tatsächlich, die Mission 1 scheiterte tatsächlich daran, dass es keine ununterbrochene 2 Jahre waren. Jemand brach sich die Hand und musste aus der Luftschleuse raus befördert werden. Und als sie wieder reinkam, hat sie noch Dinge von außen mitgebracht, aber das war eben auch nicht Sinn der Sache. Es hat alles nicht so gut geklappt und sie litten auch Hunger am Ende sehr, sehr stark, sodass sich 2 Lager bildeten. Am Ende sagten sie tatsächlich, es ist ein Wunder, dass wir uns nicht gegenseitig umgebracht haben. Und ich glaube, es wurde auch noch eine zweite Mission gestartet, die dann aber auch scheiterte. Aber das habe ich nicht so richtig herausgefunden, wieso, weshalb, warum. Das ganze Gelände, 1,6 Hektar groß, ist heute, glaube ich, so eben zu Forschungszwecken noch angelegt. Ich weiß gar nicht, ob man da auch wirklich durchgehen kann. Und dieses Buch setzt eben bei Mission 2 an, die natürlich völlig fiktiv ist, aber natürlich auch immer wieder Rückblicke zu Mission 1 macht. Und das, was ich im Internet rausgefunden habe und das, was uns hier einige der Protagonisten erzählen, ist ziemlich identisch. Also wird der Autor sich durchaus eben an die Abläufe der Mission 1 gehalten haben. Dieses Buch wird uns von drei Protagonisten erzählt. Einmal Dawn Chapman, einer weiblichen Terranautin, so nennen sich die Menschen, die eben da eingeschlossen sind, 8 an der Zahl. Und ja, sie geht eben als weiblicher Terranaut da rein. Es ist ihr größter Traum und sie ist auch eine derjenigen, die dieses Projekt mit am zielstrebigsten und am ideologischsten mitverfolgt. Das merkt man später am Ende. Dann haben wir einen männlichen Protagonisten mit Namen Ramsay Rotheau. So spricht man ihn, glaube ich, aus, hoffentlich. Ja, der eben als männlicher Terranaut da reingeht, als Kommunikationsoffizier, der eben so ein bisschen, ja, die Pressearbeit leisten muss. Es gibt ein Fenster, ein Besucherfenster an dieser Kuppel. Dieses Kuppelgebäude ist eben auch aus Glas. Das heißt also, Besucher können auch von außen eben betrachten, was da drinnen passiert. Und es gibt auch ein Besucherfenster, wo man eben auch Pressekonferenzen halten kann, etc. Und dafür ist Ramsay verantwortlich. Und dann haben wir einmal als letzte Protagonistin Linda. Und Linda war im Wettstreit mit Dawn, ob sie jetzt eben in Mission 2 unter diese Kuppel mitkommt. Ja, nein. Und hat natürlich verloren. Wenn Dawn drin ist, kann sie nicht mit rein. Und ja, bleibt nun draußen und arbeitet aber trotzdem weiter für Mission Control. So wird eben die Gesellschaft genannt, die das Ganze finanziert und angeleiert hat. Und so haben wir eben auch einen Blick von außen, was dort eben alles passiert. Abwechselnd wird uns nun in mehr oder weniger 3 Abschnitten erzählt, was hier passiert. Wir haben einmal eine Szenerie vor dem Einschluss, was ist dort passiert? Den Konkurrenzkampf unter den Charakteren, wie sie sich eben darauf vorbereitet haben, was sie dafür alles tun mussten und wie Mission Control im Endeffekt ihre 8 Kandidaten ausgesucht haben. Und natürlich ist sehr viel Optik und Schauspielerei dabei, weil man natürlich auch repräsentative Menschen hineinbringen möchte, die natürlich gut für Kameras sind, die eben viel Publicity bringen. Es ist ganz besonders wichtig, weil Mission 1 eben gescheitert ist, wie vorab ja schon erwähnt. Und deswegen soll Mission 2 nun eben das erhoffte Money Money bringen quasi.
Und dann haben wir einen Mittelteil, der sich eben mit den 2 Jahren des Eisschlusses befasst. Ja, wie das alles vorangeht, wie die Biotope sich entwickeln, wie die Menschen untereinander, ja, wie eben die Beziehungen sich entwickeln. Und dann haben wir noch einen letzten Abschnitt, und zwar nach dem Eisschluss, was da noch alles passiert. Ja, und so erzählen uns diese drei Protagonisten immer hintereinander ganz stringent. Also erst sehen wir eine Sicht von Dawn, dann von Ramsay und danach von Linda. Und das ist eben ganz stringent immer hintereinander weg erzählt. Und wir merken auch diese Charakterentwicklung, und man merkt auch ganz, ganz doll, dass ja, der wissenschaftliche Aspekt irgendwann ziemlich schnell in den Hintergrund tritt und eben diese Sozialkomponente sehr, sehr stark hervortritt. Denn natürlich ist es eine Stresssituation, eingesperrt zu sein unter solchen Bedingungen, ja, und die Nahrung wird immer knapper, egal wie sehr sie sich eben von Anfang an auch zusammengerissen haben, was ihre Portionen angeht, und nicht im Übermaß gelebt haben. Aber sie müssen feststellen, dass 2 Jahre echt eine lange Zeit ist und dass ihnen nachher ja, die Fleischreserven eben zu Neige gehen, dass sie ja, auf tierische Eiweiße angewiesen sind, und sie leiden immer mehr Hunger. Dann gibt es nämlich auch so Perioden, also so Strom und Sauerstoff, so das kommt alles so durch Leitungen von außen, und der Sauerstoff, der da drin ist, reicht aber nicht aus und sinkt immer sehr, 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 sehr tief, und sie wollen aber diese Schleuse partout nicht öffnen. Da gibt es zwei Situationen, wo sie knapp davor sind, die Schleuse zu öffnen. Aber wie gesagt, Dawn Chapman ist eine derjenigen, die das alles sehr, sehr ideologisch verfolgt. Und auch Ramsay sagt, selbst wenn er darin sterben würde, die Luftschleuse wird eben nicht geöffnet. Es geht nichts rein und es kommt nichts raus. Schwierig ist es ein bisschen, die Teile von Linda zu lesen, denn Linda ist ein ziemlich unsympathischer Charakter. Sie verstrickt sich sehr in den Neid gegenüber Dawn und all den Eingeschlossenen, weil sie eben zu den Verlierern gehört. Sie wurde von Mission Control nicht ausgewählt und versucht nun von außen irgendwie zu intrigieren. Und es ist ziemlich, ja, eigentlich traurig zu sehen, wie sehr sie sich auf ihre Eifersucht, auf ihren Neid versteift und ja, immer nur Rache üben will, und wie sie eigentlich total intrigiert und total falsch ist und ja, eigentlich nur ihren eigenen Vorteil sieht. Und Linda war von Anfang an der nervigste Charakter auch zum Lesen. Sie war so voller Selbstmitleid und ja, also sie beschreiben es selbst, Mission Control ist fast wie eine Sekte, aber wie es oftmals bei so Sekten ist, man kommt da auch irgendwie nicht mehr raus und ist irgendwie abhängig geworden von dem, was einem erzählt wird oder einem versprochen wird. Und ja, aber später tritt tatsächlich Lindas Nervigkeit gegenüber die Nervigkeit von Dawn Chapman zurück, denn Dawn steigt das alles in dieser Biosphäre 2 zu Kopf. Und sie war von Anfang an schon sehr ideologisch eingestellt hinsichtlich der Sache, aber die steigert sich, je länger sie da drin ist, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und es gibt etwas, was der Klappentext an dieser Stelle schon verrät, was sehr, sehr schade ist, denn das kommt erst zur Mitte des Buches, denn es passiert etwas mit Dawn, und sie entscheidet sich, das einfach komplett durchzuziehen. Und ab da gibt es auch einen Cut. Diese 8 Menschen da drin sollen ein Team sein. Sie haben vorher jahrelang eben zusammengearbeitet, damit man eben doch sehen kann, wer passt am besten mit wem zusammen, wer arbeitet am besten mit wem. Und durch diese eine Sache entsteht so ein Cut in dieser Gemeinschaft, dieser 8 Menschen. Und so wie gesagt, diese wissenschaftliche Geschichte tritt eigentlich hinter dieser menschlichen Komponente sehr, sehr weit in den Hintergrund am Ende. Ein bisschen hat mich das Ganze an der Marsianer erinnert, eben auch ein geschlossenes System, wenn man so will, wo jemand halt oder welche um ihr Überleben kämpfen. Das Ganze ist aber allerdings nicht ganz so wissenschaftlich aufgebaut wie der Marsianer, wo uns ja eben ganz, ganz viel erzählt wird, so wissenschaftlicher Kram, wo man manchmal auch so aussteigt und so denkt, okay, Marke, was auch immer du uns da gerade erzählst. Und hieß er überhaupt Marc? Ich glaube ja. Und hier ist es ähnlich, und hier werden uns auch einige Dinge erklärt, ja, warum, wie, was, welches System funktioniert, und zum Beispiel, dass die Korallen immer durch die Bewegung des Wassers eben ja, nur überleben können und deswegen diese Wellenbewegung immer aufrechterhalten werden muss, etc. pp. Solche Kleinigkeiten allerdings nie so in der Tiefe und in dem Maß, wie es uns bei der Marsianer begegnet. Insgesamt ein sehr, sehr gutes Buch. Es lässt sich wirklich sehr, sehr gut lesen. Ich habe von vielen gehört, dass sie es abgebrochen haben. Das kann ich an dieser Stelle nicht verstehen. Es ist
am Anfang ein bisschen schwierig sind, die Charaktere einzufinden, besonders wenn man dann die Teile von Linda hat, die wirklich von Anfang an so ein richtig innervierender Charakter ist und der einem wirklich mega auf die Nerven fällt. Und deswegen ist in ihre Teile am Anfang ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, am Ende hält sich das bei jedem dieser Charaktere irgendwie ja, die Waage, weil es ist auch so, man erlebt es so, wie auch die Menschen in dieser Kuppel. Je länger man diese Menschen kennt, desto mehr ja, ist man genervt von ihren alltäglichen Spinnereien oder Ticks, die sie haben. Und das steigert sich, je länger man die Menschen natürlich in so einem engen Raum begleitet. Ja, und aber wie gesagt, es lässt sich wirklich gut durchlesen. Ich war immer mit dabei. Ich war hineingezogen in diese Geschichte und ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht. Die 600 Seiten haben sich nicht angefühlt wie 600 Seiten. Es war mir wirklich eine Freude, dieses Buch zu lesen. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, es hat mich auch an der Marsianer erinnert, was für mich auch ein sehr, sehr gutes Buch war. Allerdings steht dieses Buch ein bisschen hinter dem Marsianer zurück. Also wenn ich dem Marsianer, ich glaube, 5 Sterne gegeben habe, bekommt dieses hier 4. Weil es doch im Endeffekt ja diese Charaktere waren, die so ein bisschen nervig fand, aber sie waren wirklich sehr, sehr gut gezeichnet, sehr, sehr individuell tatsächlich. Und ja, ich liebe ja es zu lesen über solche soziale Experimente. Ich möchte auch unbedingt nochmal Herr der Fliegen lesen. Das interessiert mich an dieser Stelle auch nochmal. Aber ich finde persönlich, dieses Buch lohnt sich wirklich auch durchzulesen. Und es ist nicht so wissenschaftlich, es ist sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen, wenn man natürlich auch diesen Realitätseffekt dann hat, wenn man dann nochmal lesen kann, was ist bei Mission 1 passiert, was sagen die Menschen darüber, die das direkt erlebt haben, wenn man sich Bilder anschauen kann, was ich getan habe, wenn man Menschen dann sieht, die zwar nicht die Menschen in diesem Buch sind, weil diese hier fiktiv sind, aber so hat man doch irgendwie ein Bild vor Augen, wie auch ja, diese Biosphäre 2 aussieht, also diese Kuppel und beziehungsweise das Glasgebilde und wie das Gelände aussah. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das hat einmal noch so eine schöne Ergänzung zu diesem Buch gegeben und deshalb an dieser Stelle eine kleine Empfehlung von mir. Ja, das war's ansonsten mit meiner kleinen Rezension. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Buch auch schon gelesen habt und ob ihr auch so empfunden habt wie ich oder ob ihr eher zu der Fraktion gehört, nee, das war mir jetzt zu nervig oder ich mochte die Charaktere nicht, ich habe es abgebrochen und da würde ich gerne eure Gründe wissen, warum ihr es nicht fertig gelesen habt, warum ihr es abgebrochen habt oder ja, wenn ihr es ganz toll fandet, dann schreibt mir auch gerne in die Kommentare an. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Ich krieg schon so einen fusseligen Mund. Fusseligen Mund kriege ich.